So, hi und hallo mal wieder. Ich wollte euch mal zeigen, wo die neuen Lego Ninjago limitierte Karte drinne steckt. Das ist in diesem Magazin. Aber hier werde ich mal beide öffnen. Und zwar das Lego Ninjago Nummer 12 für 3,99 € und einmal das Lego Ninjago Nummer 13 für 3,50 € mit der limitierte Karte drinne. Und warum? Weil ich habe es mir beide geholt. Einmal deswegen. Wegen der limitierten Lego-Figur. Einige von euch wissen ja, dass ich die sammle. Und ich finde, die hat mal eine andere Optik. Deswegen habe ich mir das Magazin geholt. Wer es natürlich hat, möge mir posten, wie er die Figur findet. Also, und ein Booster. Das Ganze für 3,99 €. Lego Ninjago Nummer 12. Das war dieses Heft. Aber jetzt kommen wir zu Lego Ninjago Nummer 13 für 3,50 €. Und das habe ich mir natürlich gegönnt, wegen der limitierten Karte. Wieder ein Booster. Die Booster werde ich in ein anderes Video öffnen. Da habe ich mehr Zeit dafür. Hier möchte ich euch ja nur vorstellen, wo ihr die nächste limitierte Karte findet. Und hier ist sie nun. Richtig bunt schrill. Die Nummer 7. Und so sieht sie aus. Wer sie natürlich hat, sofort posten. Ich persönlich finde die jetzt ein bisschen zu bunt schrill, aber naja, jeder hat einen anderen Geschmack. Könnt ihr mir ja posten. Also, das ist die nächste limitierte Karte von Lego Ninjago. Wo ihr sie findet, in das passende Magazin, die Nummer 13, für 3,50 €. Und das ist ja ein Comic. Wie ihr wisst, da brauchen wir ja jetzt nicht zu drüber eingehen. Ich wollte euch ja nur präsentieren, wo ihr diese Karte findet. Also, ich hoffe, ich konnte euch wieder zeigen, wo ihr die nächste limitierte Karte findet. Vielleicht habt ihr sie auch selber schon, könnt ihr ja posten. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.